Ja, hallo miteinander. Herzlich willkommen zum nächsten Teil von meiner Serie. Ich habe jetzt eine längere Pause gemacht. Ich habe viele verschiedene Sachen und Projekte und darum überhaupt keine Zeit. Aber jetzt bin ich wieder mal am Start und will erzählen von meiner neuen Serie, die ich mache. Ich habe seit etwas mehr als 70 Tagen bin ich dran an einer Daily Sketch Serie, also ich mache jeden Tag eine Zeichnung auf Instagram und die sind jeden Tag zu einem Thema, wo mir gerade in den Sinn kommt. Also es kann von Tieren über politisch, über Personen, wo mir irgendwie quasi über den Weg laufen oder ja, andere Geschichten. Und ja, ich mache die mit Faber-Castell heißen die. Ich habe sie mal hier in die Kamera. Das sind so Dusch-Artist-Pen und ich bin mega zufrieden mit denen. Also ist jetzt auch keine Werbung, ich habe kein Geld gekriegt von denen, dass ich das erzähle da. Aber ich bin sehr zufrieden, weil ich mache jetzt eben 70 Zeichnungen und habe immer noch die gleichen drei Schreiber. Das will etwas heißen. Und ich brauche jetzt den Dreier, den Fünfer und den, was ist es, 5 mm glaube ich, den Dicker. Und der 0,3er ist der zweitfeinste, also er hat 0,1er, 0,3er, 0,5er, 0,7er, dann so ein bisschen variabler 1 bis 5 mm, dann 1 bis 3 mm, so ein Kalligrafiestift. Und dann hat es nochmal zwei. Also das ist wirklich cool und ich bin mega zufrieden. Kann ich nur empfehlen. Und die Zeichnungen sehen dann so aus. Das sind A6 Postkarten, Papier. Und ich tue die auch verkaufen bei mir auf Instagram. Also wenn einer Interesse hat, kann er gerne eine bestellen. Sie sind hinten dran noch mit einem Hologramm versehen. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, ob die Kamera scharf stellt. Und sonst mache ich dann vielleicht noch ein Foto irgendwo. Ja, und da ist jeden Tag ein neues Thema. Ich habe jetzt keinen Anhaltspunkt, ob die Kamera hier immer scharf stellt. Aber eben, ihr könnt sie bei mir auf Instagram anschauen. Dort hat es auf jeden Fall ganz viele von denen sind eben jetzt, glaube ich, 73 oder so im Moment. Ja, und dann habe ich noch einen Zeitraffer, also eine Verschnellerung gemacht von einem Venus Zeichner. Und die hängen jetzt am Schluss da vom Video noch hinterher. Und ich hoffe, ich mache jetzt ein bisschen mehr Videos wieder. Ich habe wieder ein bisschen mehr Zeit. Also, ich hoffe es. Und ja, dann werde ich sicher mich wieder mal melden. Also, ja, ich freue mich natürlich immer noch über Abos, Likes und Kommentare. Irgendwie getraut sich, glaube ich, keiner oder weiß auch nicht. Oder ist es langweiliger Content? Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall über Kommentare auch und über persönliche Nachrichten natürlich auch. Also, macht's gut. Peace.